Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Glossybox, in die April-Ausgabe der Glossybox reinschauen, was? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox ist eine Beautybox, die monatlich erscheint, die so ziemlich erste Box, die ich auch bei mir selber im privaten Abo angenommen habe und tatsächlich sogar das erste YouTube-Video, was ich vor bald 5 Jahren hier hochgeladen habe. Die Box kostet ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat und wir haben hier 5 Beauty-Produkte immer mindestens drin enthalten, die doch immer mit einem schönen Warenwert daherkommen und weitestgehend auch brauchbar sind. Wir schauen jetzt einfach mal zusammen in die Box hinein, die in einer Sonderedition kommt und wirklich wunderschön aussieht. Gucken wir mal. Ja, ne? Hier kommt ein Duft raus, Leute. Das ist richtig schön, richtig pudrig, cremig. Wirklich angenehm, wie frisch geduscht. Super, super schön. Hier haben wir jetzt auch ein Leaflet mit drin und so ist der Blick in die Box. Sehr leicht diesen Monat. Unser Magazin ist jetzt digital. Das ist ja schon eine ganze Weile digital. Scanne einfach den QR-Code mit deinem Handy und erfahre mehr. Ja. Und hier hinten steht You are really blooming. Also die haben sich jetzt auch ein bisschen was anderes überlegt. Das Papier ist auch nicht mehr so beschichtet. Das Ganze ist halt wirklich sehr natürlich gehalten. Finde ich ganz, ganz cool, ne, ganz gängig. Und ich glaube auch, die meisten haben jetzt ja auch die Möglichkeit, mit einem Smartphone eben so einen QR-Code abzuscannen und in das digitale Leaflet reinzukommen. Und dann gucken wir mal. Auch schön auf jeden Fall das Cover, ne, das mag ich auch sehr, sehr gerne leiden. Das sieht einfach toll aus. Ich weiß gar nicht, nennt sich das, wie heißt dieses Schleierkraut, ne, das Weiße. Richtig, richtig hübsch. Genau. Und da ist einiges drin abgebildet. Aufgewacht, Glossy, es ist Zeit aufzustehen und aufzublühen. Gute Nachricht, mit Hilfe unserer Bloom & Grow Edition im April gelingt dir das besonders einfach. Die blühende Natur ist unser Beauty-Guru in diesem frühlingshaften Monat. Und mit ihm ziehen auch neue Essentials in unsere Badezimmer. Deine täglichen Beauty-Helfer sind jetzt andere... Perfekt auf die Übergangszeit abgestimmt. Die Formulierungen sind leichter und schwereloser, die Düfte blumiger und die Make-up-Routine herrlich glowy und strahlend. Also man hat bei der Glossybox meistens 2 oder 3 Produkte immer in allen Boxen gleich drin und die restlichen 2 oder 3 Produkte unterscheiden sich. Ne? Das ist dann immer so ein Glücksspiel mehr oder weniger. Wir schauen mal, was in meiner Box diesen Monat drin ist und wir fangen mit etwas an, was wahrscheinlich den Duft versprüht und was leider nicht bei mir bleiben kann, weil ich das nicht mag. Ne? Das ist von Garnier Wahre Schätze, das feste Shampoo. Kokosnuss und Bio-Aloe Vera für normales Haar. Das riecht aber unglaublich gut. Also ich bin ja eigentlich kein Kokosfan, aber das riecht bombastisch gut. Das würde ich am liebsten mir als Raumduft irgendwo platzieren. Sehr, sehr, sehr angenehm, aber meine Haare vertragen sowas nicht. Also ich habe jetzt auch wieder, nachdem ich ja, ich habe ja mit Uncorrupted Beauty die Kooperation gehabt, ne, und habe dort auch die Produkte verwendet, die sind natürlich jetzt mittlerweile leer und habe ich jetzt wieder ein Shampoo aus der Drogerie in Anwendung und bin halt wieder nicht so begeistert. Das ist halt leider echt so. Ich probiere mich ja durch alles Mögliche immer wieder durch, ne? Und ja, jetzt gerade, mir fehlt der Glanz, ne? Mir fehlt der Glanz. Okay, ja. Und das hier ist halt überhaupt gar nicht glänzend für mich. Dann habe ich etwas drin und zwar von Shelbens Hanf Chill Out Augengel Pads. Die mag ich per se total gerne mit Repair-Effekt. Da hat sich Sammy geschüttelt. Das Ding ist halt dabei, dass die halt gerne rutschen. Also, dass du die dann irgendwann hier so hängen hast, ne? Aber, naja, wenn du halt immer wieder dran denkst und sie so hochschiebst, dann ist das auch in Ordnung. Und wie gesagt, vom Effekt her mag ich die auch sehr gerne. Und wenn es jetzt wärmer draußen wird, kann ich euch nur empfehlen, packt euch die in den Kühlschrank. Dann habt ihr da nochmal doppelt Freude dran, ne? Dass es halt nicht nur die pflegenden Inhaltsstoffe hat, sondern auch noch diesen kühlenden Effekt am Morgen unter den Augen. Ist einfach richtig, richtig toll. Dann haben wir etwas drin von Tint. Das ist eine Marke, die wir auch schon öfters mal in der Glossybox hatten, glaube ich. Oder ein-, zweimal. Da hatte ich auch so einen Blush-Stick mit bei mal. Der Phantom Liner. Liquid Dip Liner with Precision Dip. In der Farbe Espresso. Also ganz schön braun. Das ist ein brauner Eyeliner. Sowas mag ich auch gerne. Weil das einfach... Ich einfach hier mit diesem mega krassen, also entweder mag ich gerne krasse, auffällige, bunte Looks
auch manchmal ein bisschen was Nude-mäßiges, aber wenn man halt so ein Produkt hat, dann kann man das Ganze etwas natürlicher gestalten. Und das hier ist, okay, wirklich auch ein rein Dipper, ne? Also so einer und nicht ein Filzliner. Da komme ich persönlich nicht ganz so gut mit zurecht, aber ich kann ihn ja mal ausprobieren, warum eigentlich nicht. Hätte ich tatsächlich auch einfach mal Bock drauf, warum nicht? Jo. Zu so einem Look braucht man was Intensives, aber wenn ich jetzt wirklich nur einen Liner-Look mache, also nur eben Eyeliner und Mascara oder sowas, ne, und ein bisschen Augenbrauen machen, dann ist sowas in Braun echt eine schöne Geschichte. Das Produkt hatten wir jetzt auch tatsächlich schon öfters mal in der Glossy Box. Also das ist so untäglich grüßt das Murmeltier, aber es ist ein schönes Produkt und zwar LMS Superfood Glow Priming Moisturizer mit Kombucha Glow Moisturizer. 20 ml haben wir hier drin. Und das kannst du halt ganz normal als Creme verwenden, als Tagescreme. Also ich würde es eher als Tagescreme und nicht als Nachtcreme verwenden, weil wirklich Glow drin ist, ne? Oder halt als Primer. Ja, genau. Ist ja auch ein Glow Priming Moisturizer. Also halt unter der Foundation. Dafür ist es auch ganz gut geeignet. Und Elemis ist ja auch wirklich eine schöne, hochwertige Marke. Da beschweren wir uns mal nicht. Nagellack darf nicht fehlen. Aber das ist keine schöne Farbe, Leute. Das ist von Essie Slay It. Das ist Matsche. Also, Entschuldigung, aber das ist halt original Matsche. Weiß ja nicht. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt auf den Nägel haben, muss ich wirklich gestehen. Mag ich jetzt nicht so gerne leiden. Hätte man da unterschiedliche Farben haben können, bestimmt. Ne? Das hat man meistens bei den Essie-Lacken. Naja, keine Ahnung. Oh, man hätte auch viele andere große Produkte drin haben können. Auch ein Rasierer oder so. Ach, guck, und den Essilack halt auch in Blau oder in Weinrot. Das wäre mehr so meins gewesen, ne? Naja, ist wie es ist. Und jetzt habe ich hier das letzte Produkt schon am Start. Und das ist hier. Oh, man sollte Kokos mögen bei dieser Box, ne? Ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Quishy Coconut Shower Gel. Ja, ein Duschgel mit Kokosnuss. Ne, 75 ml sind hier drin. Ja, duschen kann man auch gut gebrauchen. Haare kann man auch gut waschen und sich eincremen kann man gut gebrauchen. Nägel lackieren, eher so in knalligen Farben, würde ich sagen. Augenpatches kann man gebrauchen, Eyeliner kann man gebrauchen. Also man kann die Produkte in dieser Box definitiv gebrauchen. 12,50 Euro kostet mich die Box, dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich finde den Inhalt jetzt nicht so überragend, wie das jetzt mal auch so bei den anderen Monaten war, muss ich gestehen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich gerade sowieso ein bisschen pieselig bin, sondern das liegt einfach daran, dass es so ist, wie es ist. Ne? Also da kann ich halt nicht ganz so viel von gebrauchen. Schreibt aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!